zu verboten. Okay Leute, bevor das Video anfängt, wollte ich nochmal kurz Werbung machen für A3B. Die haben mir Sachen zugeschickt, unter anderem den Hoodie hier. Und die Qualität ist einfach nur krank. Hier bedruckt, hier bedruckt, hier bedruckt und der ist von innen so übertrieben kuschelig. Also, der erste Link in der Beschreibung, checkt die ab. Es gibt natürlich noch mehrere Varianten. Guckt euch selber einfach mal durch. Ich würde mich freuen und jetzt geht's los mit dem Video. Okay Leute, dieses Video ist so verdammt nochmal übertrieben spontan. Und zwar war ich gerade in der Stadt unterwegs oder wir wollten in die Stadt mit Henry hinter der Kamera. Ich habe meine Anmodi vergessen. Bin ich behindert? Nö. Jo Leute, grüßt euch erstmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute versuche ich Kieran zu pranken. Ich weiß aber noch nicht ganz, ob es klappt. Also nochmal von vorne. Ich bin gerade mit Henry hier in der Stadt unterwegs. Wir wollten hier parken und ich habe bei Snapchat gesehen, dass er hier irgendwo in der Nähe ist. Wir haben zufälligerweise beim Vorbeifahren, als wir hier einen Parkplatz gesucht haben, sein Auto gesehen. Oho. Bei Snapchat sehen wir, dass er hier irgendwo in irgendeinem Haus drinne sein muss. Das Witzige ist, kommen wir mal zu dem Plan. Ich zeige euch mal, was ich im Kofferraum habe. Also, ich war vorhin bei meinem Vater und habe ihm beim Räderwechseln geholfen. Deshalb habe ich hier noch einen Wagenheber, meinen Drehmomentschlüssel, ein Radkreuz. Meine Idee ist, da hinten steht sein Auto. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht irgendwo raus oder sieht uns gerade, um einfach mal ein Rad abzuschrauben. So übertrieben wäre das. Also, ich habe keine Ahnung, vielleicht findet er es gar nicht so witzig. Was? Ja, ja. Keine Ahnung, lacht er einfach nur, aber ich hoffe, er regt sich richtig auf. Denn wer rechnet damit, dass er zu seinem Auto zurückkommt und ein Rad fehlt? Also ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt hinter das Auto, parken da kurz, wir laden ab, bauen das Rad ab und dann beobachten wir das Auto einfach vom Weiten. Mal gucken, wir fahren einfach los. Und Leute, die vielleicht aus Braunschweig kommen, die fragen sich jetzt, hey, wenn ihr in die Stadt wollt, wieso parkt ihr nicht im Parkhaus? Weil wir keinen Bock haben, Geld zu bezahlen. Wir parken hier in meinem Wohngebiet und da steht das Auto übrigens. Ich hoffe so, der kommt jetzt nicht raus, ne? Also ich weiß, was ich mache. Ich habe das schon mal gemacht. Okay, Leute, das muss jetzt ganz schnell gehen. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Vor allem, was für Schuhe habe ich dazu an, Mann? Ist so, du übertreibst komplett deine Lage. Scheiße, Digga. Ich fühle mich so beobachtet und verboten. Vor allem, die da hinten gucken auch die ganze Zeit. Scheiße, Digga. Er wird heulen, wenn er das sieht, weißt du das? Vor allem, was soll man machen, wenn das Rad fehlt? Man kann nichts machen. Wollte gerade sagen. Ich fühle mich so verboten und beobachtet von allen Seiten. So verboten, Digga. Okay, ich denke mal, wir sind gut in der Zeit. Der turnt hier nirgendwo rum. Ja ey, er hat heute uns einfach abgesagt und meinte, ja Leute, heute nicht, ich treffe mich mit der Alten. Oder er hat nicht mal gesagt, wo. Ich habe das halt nur bei Snapchat gesehen, dass er hier irgendwo... Mir hat er gesagt, dass er sich in der Stadt wieder trifft, aber ey, Stadt ist groß. Zum Glück gibt's Snapchat, Alter. Okay, komm. Mein Werkzeug noch. Okay, wir parken jetzt das Auto um. So geil, ey. Es hat geklappt. Leute, guckt euch das mal an. Leute, stellt euch mal vor, ihr parkt irgendwo und euer Auto sieht dann am Ende so aus. Stellt euch das mal vor. Ey, meinst du, das ging schnell gerade? Das ging richtig schnell. Alle gucken hier. Guck mal, wie die gucken. Guck mal, guck mal. Die ganzen Leute gucken hier alle. Geil! Scheiße, Digga! Ich bin so gespannt. Wo soll ich parken, Alter? Ich weiß nicht, lass irgendwo parken. Vor allem, das ging richtig schnell, oder? Das ging richtig schnell. Ich hoffe auch, es ist. Alter, das machen wir öfter. Irgendwelche Räder abschrauben oder so. Fremden, ne? Stell dir mal vor, jemand ruft die Polizei. Das wäre blöd. Okay, Leute, wir haben jetzt da hinten geparkt. Ich weiß leider nicht, wo er genau rausguckt. Ich guck mal kurz bei Snapchat, ob man hier irgendwie sieht, wo er genau so ist. Ey, zum Glück hat er Karten an, wirklich. Der müsste hier oben irgendwo oder da um die Kurve irgendwo sein. Ich komme nicht drauf klar, wir haben ein Rad abgebaut einfach. Also, wir verstecken uns jetzt hier. Das Auto steht auf jeden Fall einfach so. Ey, wenn du wüsstest, wie das aussieht auf der Kamera. Oh mein Gott, okay, wir verstecken uns jetzt hier und hoffen, dass er irgendwann kommt. Keine Ahnung, wie lange das braucht. Aber ey, ich hoffe, er kommt hier irgendwie aus der Einfahrt raus. Ich sehe gar nicht. Der müsste laut Snapchat hier irgendwo in dem Block sein. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommt er am Ende auch von da oder irgendwie von...
Ey, das wäre kacke. Das wäre richtig kacke, wenn er von hinten kommt oder sowas. Ja, keine Ahnung, wir warten jetzt hier. Ich habe vergessen, wie aufwendig manchmal Pranks sind. Wir sitzen hier jetzt original 20 Minuten und es ist nichts passiert. Das Auto steht noch genauso lange wie vorher. Vor allem, da sind schon zwei Autos, haben da angehalten und einfach geguckt, weil sie denken so, hä, da fehlt ein Rad, Digga. Oh mein Gott, alter Schwede. Ich mache jetzt auf jeden Fall einen kleinen Cut und dann sehen wir, wie es weitergeht. Okay, Leute, wir warten jetzt schon. Fucking nochmal 30 Minuten. Und ich habe ihm jetzt mein Handy gegeben. Er soll jetzt nach da vorne gehen. Vielleicht, keine Ahnung, wenn Kieran dann irgendwann kommt, soll er von einer anderen Perspektive filmen, dass ihr mehr Perspektiven habt. Und wir warten jetzt einfach weiter. Also dann geh ich mal rüber, ja? Ja. Ich guck dich auf jeden Fall um, nicht, dass du gesehen wirst. Warte, ich habe Angst, dass er gleich kommt. Das Auto, ich komme immer noch nicht drauf klar. Leute, 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 Leute. Er ist gerade original hinter mir rausgekommen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nicht, dass er mich sieht. Scheiße. Scheiße. Er darf mich nicht sehen. Was guckt er? Er kommt nicht drauf nach. Er checkt's nicht. Er checkt's nicht. Er guckt sich die ganze Zeit um, als er wüsste. Als ob er wüsste, dass wir ihn pranken oder so. Ich weiß nicht, soll ich es auflösen? Wem ruft er an? Wem ruft er an? Okay, Leute, er telefoniert gerade und guckt genau in meine Richtung. Ich geh mal auf ihn zu. Ich geh auf ihn zu, ich klär das. Ja, was soll ich machen? Warte, was? Digga! Warte, wollt ihr mich komplett verarschen? Was? Was war das Erste, was du gedacht hast, als du dein Auto gesehen hast? Fuck, das wird teuer. Ey, ich muss mich die ganze Zeit so weghauen, weil du hier so... Warte. So stehst und guckst. Woher... Warte mal, ich hab doch gesagt, ich bin bei einer Freundin. Woher wisst ihr, wo sie wohnt? Snapchat, du hast Karten an, Mann. Ey, ich komm hierher und denk mir nichts Böses. Auf einmal fehlt ein Rad. Ey, Leute, das passiert, wenn man uns versetzt für eine Freundin. Tja. Ey, check, wie es aussieht. Ja. Das sieht übertrieben aus. Vor allem, wie viele Autos hier angehalten sind und geguckt haben. Ey, das... So geil. Kieran, wo ist der Reifen? Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt auch los, ne? Wir sehen uns. Nein, ey, chill doch. Ja, nee, ich muss los. Wir müssen noch Videos drehen. Treff dich wieder mit deiner Alten. Alles gut, wir hauen ab, ne? Ciao. Boah, wie eine Eins. Nochmal so zur Sicherheit. Ja. Rüber da, hier so. Ah, ohne sieht schöner aus, ne? Und weg. Boah, tief, Junge. Ah, liegt gut in der Zeit. Ey, vor allem, ich wette, die Person, mit der ich gerade getroffen habe, das möchte ich halt natürlich jetzt nicht so sagen, die kann nämlich aus dem Fenster easy gucken. Ey, wenn die das gesehen hätte, so...
Ey, was ist dummes Gesicht, du stehst ja einfach nur so. Ey, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Was soll ich auch nicht so machen? Genau, das dachte ich mir. Weil ich muss meine Mutter anrufen. Ich hatte gesagt, dass ich hier, ne? Ruf sie nochmal an, löst das ja, auf. Sorry an deine Mom, aber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war richtig übertrieben spontan. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Achso, Leute. Ich werde mir jetzt die Hände waschen. Das war's mit meinem Video. Ihr könnt mir noch ganz kurz auf Instagram folgen, denn da, das ist übertrieben. Nö. Jedenfalls war's das mit meinem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.